Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Alpenmap von Neu-Mini-Brunn. Und ich stehe hier gerade in unserem Sonnenblumenfeld und schaue mir das gerade an, weil wir müssen hier Unkraut bekämpfen. Das Unkraut ist schon groß gewachsen, man sieht es hier. Und wir müssen hier früher oder später mit Herpizid dran, um das Unkraut auf jeden Fall vom Feld runter zu bekommen, weil sonst haben wir hier gut und gerne 10% Ertragseinbußen. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Wir sehen nämlich hier auch Feld Nummer 12, da müssen wir auf jeden Fall auch ran. Und Feld Nummer 20, jetzt überlege ich gerade, 12 war glaube ich Mais und hier die 20, da haben wir auch Sonnenblumen drauf. Okay, also die drei Felder, um die müssen wir uns kümmern. Aber zuvor, ja, es ist ja immer so, ich teile ja gerne mit euch die guten als auch die schlechten Dinge. Und ich wollte jetzt hier die Ballen einsammeln. Und da habe ich mich hier für diesen Ballenwagen, für diesen Anhänger hier entschieden, habe den entsprechend konfiguriert. Und dann ist mir doch auch noch eingefallen, ich glaube, wir haben den doch auch schon auf dem Hof. Und dann habe ich hier reingeschaut bei unseren Gerätschaften und Ballentransport. Tatsächlich, wir haben genau diesen Wagen schon gehabt und der ist am Hof. Nun gut, das ist die eine Sache, ist jetzt auch weiter nicht schlimm. Aber ich bin jetzt hier mit dem Steier hierher gefahren und wollte das Gerätchen hier anhängen, um dann eben hochzufahren, um unsere Heuballen. Ich glaube, es sind jetzt so knapp 6 oder 7 Heuballen einzusammeln. Deswegen haben wir mal gedacht, reicht hier dieser ganz kleine Ballenanhänger. Aber jetzt schaut mal, was passiert gleich. So, soweit fällt es jetzt noch nicht auf. Aber wenn ich jetzt losfahre, achtet mal auf den Wagen. Ach du Schande. Ja, irgendwas scheint hier mit dieser Anhängerkupplung nicht zu stimmen. Und zwar denke ich wohl eher auf Seiten des Steier. Denn wenn ich jetzt hier mal rüberspringe zu unserem Valtra, und hier habe ich ja genau denselben Ballenwagen. So, ich hänge den dran. So, das sieht es erstmal normal aus. Und auch wenn man fährt, und wir sind ja schon einige Ballen mit dem hier eingefahren, kein Problem. Ne? Also der wackelt nicht hin und her. Also irgendwas ist hier komisch mit der Anhängerkupplung. Ich weiß nicht, irgendwas ist beim Steier anders. Die hängt irgendwie weiter unten oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das sieht auf jeden Fall irgendwie anders aus. Und da muss ich mir jetzt Gedanken machen, ob wir hier dieses Gerät behalten wollen oder ob wir es nicht behalten wollen. Auf jeden Fall, ihr seht es, irgendwie kann man den überhaupt nicht richtig bewegen. Der eiert hier rum ohne Ende. Soll also heißen, in der Konsequenz Plan B. Plan B heißt, wir werden mit dem Steier jetzt zum Hof fahren. Also zuerst einmal werden wir den hier wieder verkaufen. Weil mit dem können wir nichts anfangen. Also jedenfalls nicht so. Und werden den jetzt erstmal wieder verkaufen, diesen Anhänger. Okay, und Wächter mit 8.359. Naja, es geht. Wir haben, ich glaube, 9,5 dafür bezahlt. Werden jetzt mit dem Steier zum Hof fahren und dort die Spritze anhängen und dann jetzt erstmal anfangen, hier unsere Felder zu spritzen. Und dann nehmen wir halt den Valtra und fahren dann hoch zum Berghof und werden dort die Heuballen einsammeln. Naja, gut. Wie gesagt, manchmal muss man ein bisschen improvisieren, was natürlich auch wieder heißt, ich weiß nicht, ob wir dann den Steier hier behalten. Weil es wird ja wohl eher am Steier liegen als am Anhänger. Und ich habe ja gesehen, es gibt einen neuen Steier-Mod. Der hier ist ja schon ein bisschen älter. Und dann werden wir uns vielleicht einfach den gönnen. Wobei ich bin jetzt echt... Hallo, stopp mal, wenn wir doch sowieso hier sind. Lasst mich mal ganz kurz schauen. Das müsste bei Kompakttraktoren sein, weil ich glaube, der Steier, die haben der neue hier, der Mod... Der hat nur um die 125 PS. Neue Mods müssten doch bei mir... Da ist er, der hier. Der Mod ist relativ neu. Manuell und Lastschaltung. Nee, das gefällt mir jetzt auch nicht so richtig. Manuell und Lastschaltung. Schauen wir mal. So, wir können den auf jeden Fall hochpimpen bis 175, ne? Stufenlos. Ah, es geht auch stufenlos. Okay, weil dann würde ich den nämlich stufenlos nehmen.
Haben wir sonst noch was Interessantes? Reifenvariante Standard. Nehmen wir hier wieder Breitreifen und Gewichte. Pflege. Pflege brauchen wir jetzt gleich. Ja, die lassen wir schon mal drauf. Die Pflegebereifung. Zwillingsbereifung hinten. Okay. Okay, also die Pflegebereifung müssen wir drauf machen, wenn wir den nehmen für unsere Spritze. Aber dann schauen wir später mal, was wir dann damit machen, um den dann hier, so, zweiter Bildschirm, ach, das ist der hier, oder? Ja, ja, okay, der würde, naja, okay. Wenn wir den, neues Lenkrad, altes Lenkrad, naja, nehmen wir mal neues Lenkrad, Kotflügel vorne. Ja, fände ich eigentlich schick, oder? Rundumkennleuchte machen wir mal eine. Schutz. Ach du Schande. Nee, das brauchen wir nicht. Dreieck. Brauchen wir auch nicht. Frontlader. Das brauchen wir allerdings. Den Frontlader. Quicke. Ach, jetzt weiß ich wieder nicht. Haben wir Hauer? Ich glaube, wir haben Hauer oben, oder? Aber ich bin sowieso der Meinung, wir müssen da mal schauen, dass wir hier eine andere Frontlader, ich glaube, das müssen wir sowieso komplett mal neu machen. Haben wir denn eine Schaufel oben? Wir haben, glaube ich, nur... so. Okay, dann würde ich den nämlich einfach so mal kaufen. Und dann nehmen wir nämlich den. Und den Kollegen, den werden wir jetzt erstmal wieder abstoßen. Weil, wie gesagt, ich habe so den Verdacht, dass er das hier nicht so richtig packt. Wir probieren das dann mit dem Ladewagen auf dem Hof aus. So, das Gewicht nehmen wir. Und wir können jetzt keinen Frontlader mitnehmen, weil wir brauchen ja... Augenblick, Augenblick, Augenblick. Wir brauchen ja vorne und hinten, wenn ich richtig weiß. Oder hat die Spritze, ich bin gerade überlegen. Oder hat die Spritze... So, das Gewicht machen wir mal weg, weil das ist nämlich, glaube ich, extra ein Steiergewicht. Und den hier, den verkaufen wir wieder, weil, wie gesagt, so gut gefällt der mir jetzt nicht. Ich muss jetzt mal schauen, sehen wir da einen Unterschied hinten am Heck? Ja, sieht ein bisschen anders aus. Also ich bin gespannt, ob der mit dem Anhänger besser zurechtkommt. So, dann kommt der mal wieder weg. Was bringt der uns? Der bringt uns 125. Ja, da haben wir ja nicht allzu viel. Dann haben wir ja nicht allzu viel draufgezahlt. So, jetzt muss ich aber nochmal schauen. 145. Ich würde gerne den Frontlader gleich mitnehmen. Frontlader, weil der andere ist nämlich, glaube ich, falsch. Der passt nämlich nicht. So, wir haben Hauer. Oder gibt es hier extra für Steyr? Nee, für Steyr gibt es hier nicht. So, wie war denn das? Ich glaube, wir brauchen den kleinen 120. Nee, wir brauchen den hier, oder? Und den haben wir aber auch im Besitz. Aber das kommt mir so komisch vor, weil ich finde, der ist viel zu groß, viel zu lang für den Traktor. Ja gut, da hätten wir jetzt Quicke, hätten wir 140 gehabt. Wir machen jetzt Folgendes. Augenblick. Wir nehmen Spaßes. Achso, wir haben da mehrere Quicke, oder? 60, 80, 100, 120, 140. Wir nehmen den Quicke. Ich finde, der passt auch besser dazu zum Steyr, weil er eben auch weiß hat. 120. So, dann tun wir nämlich den anderen hier wieder umkonfigurieren. Ui. Schick. Okay. Dann konfigurieren wir den um. Und zwar machen wir jetzt hier Quicke. Ja, klar, müssen wir jetzt nochmal kaufen. Okay. So, dann nehmen wir das Gewicht. Dann nehmen wir den Frontlader.
Und jetzt fällt mir gerade ein, wir brauchen ja noch was. Und zwar eine Schaufel. Was machen wir denn mit der Silage oben? Lass mich mal kurz schauen. Wir haben doch für den Frontlader, Frontlader-Werkzeuge. Ja, ja, dann diese komische Ballenspieß. Aber ah, doch, wir haben da eine Schaufel. Die hat aber nur 1000 Liter. Was machen wir mit der Silage? Die müssen wir ja irgendwie aus den Bunkern bringen. Und da brauchen wir irgendwie was Größeres. Das wäre hier, nee, Dung. Nee, haben wir eine größere Schaufel? Stoll 1000. Nee. Nee, 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 nee. Da scheint nichts dabei zu sein. Dann nehmen wir hier den hier, weil da haben wir wenigstens 2000 bis 3100. Okay, das ist interessant. Ja, wenn, dann nehmen wir natürlich die große Kapazität mit 3000 oder 2,6. Wir nehmen mal 2,6. Verstärkung. Oh, er ist doch poppig. So, Frontlader, Teleskoplader, Radlader, Frontlader. Okay, dann haben wir 2,6. Zweimal eingekippt in den Ding sind 5,2. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Dreimal eingekippt sind über 7,8. Okay. Kaufen wir. So, dann kommen, da wird doch jetzt langsam ein Schuh draus. Dann schauen wir mal. Ja, das sieht für mich gut aus. Das sieht stimmiger aus, weil das andere war einfach irgendwo ein bisschen zu groß. Sehr schön, dann haben wir nämlich eine Schaufel für oben. Mir fällt gerade ein, haben wir eigentlich oben am Berg? Nee, da brauchen wir... Ja, da müssen wir bis später ein bisschen aufpassen, dass wir natürlich hier umkonfigurieren. So, so geht das, glaube ich. Dass wir natürlich dann später umkonfigurieren hier unten an der Werkstatt. Denn wenn wir oben sind, können wir nicht wieder umkonfigurieren. Und dann, denke ich, nehmen wir Radgewichte hinten. So, bingo, bingo, bingo. Aber ich überlege gerade, wir können natürlich das, die Gerätschaften auch am Hof lassen, weil wir ja definitiv nochmal zurück müssen zum Hof. So, dann haben wir jetzt den aktuellen neuen Steier hier auf dem Hof. Auch nicht schlecht, auf der Map. Und dann können wir jetzt auf jeden Fall die Silage rausbuddeln. Überladen in unseren Mischer. Hier links, da wächst und gedeiht es ja auch schon. Das ist unser Maisfeld, unser Häckselfeld. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich verhält mit dem Ballenanhänger. So, da müsste irgendwo noch die restlichen Anbauteile sein. Da müssen wir dann auch mal irgendwann ausmisten. Okay. Ja, ich verstehe schon. Ja, dann lassen wir es einfach dran. Und da müsste die Spritze sein, genau. Aber jetzt bin ich gespannt. Jetzt will ich wissen, was Sache ist. Butter bei der Fisch. Ob der sich hier jetzt genauso komisch verhält oder ob wir da dann doch mit diesem Ballenwagen arbeiten können. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sehen wir es? Ja, ja, dann nimmt den doch gleich ganz anders hoch. Ja, ja, dann lag das am Steier.
dann lag das am Steyr und dann ist das gut. Damit können wir dann arbeiten, dann können wir dann später vielleicht doch nochmal so einen Ballenwagen holen. Okay, dann haben wir das geklärt. Sind wir jetzt auch wieder etwas schlauer, dass es mit dem anderen Mod da ein kleines Problem gibt mit der Anhängerkupplung hinten. Huch, oh ja, der ist ein bisschen arg schwer. Vorne, den hebt es ganz schön raus. Ach, da liegt auch noch das Steuergewicht drin. Ei, so, wie kommen wir jetzt da ran? Gut. Okay. Okay, okay, okay. So, wir haben noch Material drin. Dann fahren wir mal gleich auf das Feld hier bei uns hier oben. Und dann bringen wir den hier zum Unkraut bekämpfen. Der Tank ist voll. Sehr schön. So, Dille, da ist unsere Felder und da ist unser neues Feld, das Maisfeld. Okay. Dann klappen wir mal aus. So, Dele, und mit Precision Farming brauchen wir ja nicht so viel. Dann machen wir hier erstmal ein kleines Vorgewende. So, dann mal hier gewendet und dann schauen wir mal, ob das dann schon funktioniert mit dem Helfer, ob der hier zurechtkommt. Dann schicken wir mal den Helfer auf die Reise. Ah ja, okay, das hat auch da ganz links zum Feld gehört, interessant. So, wie sieht's denn aus? Sehr schön. Also, da wird Unkraut bekämpft. Das passt soweit. Und wir werden jetzt hier mit unserem Valtra hochfahren und die Ballen einsammeln. Und dann können wir den Ballenwagen nämlich auch oben stehen lassen. Und wissen jetzt, dass wir eben mit diesem neuen Modell von Steyr dann eben entsprechend arbeiten können, mit diesem neuen Mod. So, Dele, wir fahren mal hier rum. Und dann lassen wir mal den Helfer in aller Ruhe hier auf dem Feld arbeiten und dann geht es ja nämlich auch wieder vorwärts. Und wenn wir das Material dann eingefahren haben, gibt es, glaube ich, für diesen Monat auch nicht mehr ganz so viel zu tun. Und die Felder entsprechend bearbeitet haben, dann geht es auch schon wieder ratzfatz in den nächsten Monat. Wir könnten natürlich auch mal bei Gelegenheit schauen, ob wir hier noch ein paar Aufträge abarbeiten können für unsere mit... Wieso liegt denn da drüben Ballen? Hä? Wieso liegt denn hier noch ein Ballen rum? Haben wir das letzte Mal hier einen Ballen vergessen? Das ist ein Gras, okay, 7500. Da liegt tatsächlich ein Grasballen rum. Okay. Lass mich mal kurz schauen, das ist doch Feld Nummer 17. Ich könnte ja wetten, da gibt es bestimmt einen Auftrag. Ja, logisch, Ballenpressen, Feld Nummer 17. Na, was ist denn da für eine Presse dabei? Da ist natürlich wieder der Krone dabei. Ah, und da ist diese Superpresse. Naja, okay. Okay, okay, okay.
Achso, was müssen wir da machen? Heu? Um Silageballen zu erhalten. Ja, da brauchen wir ja diesen Schwader gar nicht. Und wir brauchen diesen Wender gar nicht. Wieso denn das? Wieso ist denn das in dem Auftrag mit dabei? Presse das Gras zu Ballen und mach Silageballen. Naja, ich meine, der Krone macht eine Schwadablage und dann können wir hier gleich mit diesem Fastbaler hier arbeiten. Naja, okay. Achso, das ist die falsche Feld. Ah, hier sieht es dann schon wieder anders aus. Hier brauchen wir auf jeden Fall und mach Heu. Trockne es mit dem Wender und presse es dann zu Ballen. Ja, hier haben wir natürlich das volle Programm. Hier müssen wir wenden und müssen dann wieder den Schwad machen und müssen dann mit dem Göweil Ballen wickeln. Also gut, auf der 17 haben wir dann deutlich mehr Arbeit. Das war das andere Grasfeld, wo wir die Silageballen machen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das wird heute wieder mal eine etwas längere Folge, weil ich möchte auf jeden Fall die Ballen noch machen. Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen aufgehalten mit dem Steier, aber das war mir jetzt doch wichtig, warum es eben da Probleme gibt. Und den Mod werde ich dann wieder raushauen, weil das ist natürlich schon ein wenig blöde. Ich meine, mit dem Steier sind wir ja vorhin übers Feld gefahren, übers Grasfeld und haben ja die Schwad gemacht. Da gab es eigentlich keine Probleme. Das hat soweit wunderbar funktioniert, aber dass er jetzt mit diesem anderen Anhänger Probleme hat, mit dem Ballenanhänger, das wundert mich jetzt schon. Gut, auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich den auch wieder verkauft, den Anhänger. Somit haben wir nur noch einen. Und das ist eben auch der kleinste. Ne, ist ein Einachser. Und das ist der kleinste mit Autoload-Funktion. Ich würde jetzt hier wirklich tatsächlich mal schnell mit Autoload die Ballen einsammeln und ins Ballenlager bringen. Soweit hat das ja ganz, ganz gut funktioniert. Es ist uns kein Ballen abgehauen. So, in Arbeitsstellung. Die sind soweit liegen geblieben, also das geht. Ach du Schande, ja, das ist jetzt wieder ein anderer Ballen, oder was? Ja, ja, mit 6500 Litern. Und der hier hat 9000, okay. Ja, wir haben ja die Presse umgestellt, weil wir natürlich davor 150 cm Ballen gemacht haben, um eben dann mit dem Wickler zu arbeiten, mit dem Göweil-Wickler. Naja, ist ja nicht das Problem. Wir bringen das Ganze jetzt erstmal... Ah, da schlendert hier auch schon ein bisschen rum hier, ne? Fährt sich ein bisschen wie auf Eis. So, jetzt muss ich wieder überlegen, wie wird denn der entladen? Nach links oder rechts? Wir versuchen es erstmal so, wenn wir direkt über den Trigger fahren. Und Ballen entladen und er nimmt sie so. Sehr schön, wunderbar. Freunde, das soll es dann gewesen sein für diese Folge. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder einiges zu tun hier auf der Map. Und zwar auf der wunderschönen Neumini-Brunder Alpen-Map hier bei uns auf dem Kanal. Wir bringen jetzt hier mal richtig hier den Hof am Berg zum Laufen und unten im Tal werden die Felder jetzt erstmal gegen Unkraut gespritzt. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge hier bei mir auf dem Kanal auf Neumini Brunn. Und bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.